Das Bundeskabinett hat nämlich heute den Bundesbericht für Forschung und Innovation 2020 beschlossen. Und der Bericht zeigt in einer Gesamtschau aller Maßnahmen, was Forschung und Innovation geleistet hat und was wir in den letzten 2 Jahren auf den Weg gebracht haben. Er gibt gleichzeitig einen Ausblick darüber, was die zukünftige Forschungs- und Innovationspolitik der Bundesregierung angeht. Der Bericht geht auf zentrale Aussagen des aktuellen Gutachtens der Expertenkommission Forschung und Innovation ein, das wir Mitte 2020 von der Expertenkommission übergeben bekommen haben. Die zentrale Botschaft dieses Berichtes ist, dass Deutschland zu den führendsten Innovationsnationen und zu den attraktivsten Wissenschaftsstandorten weltweit gehört. Deutschland muss sich keineswegs hinter anderen Nationen verstecken, ganz im Gegenteil. Wir sind auch dank der staatlichen Forschungsförderung in vielen Innovationsbereichen Spitze. Allerdings ist immer ein Erfolg in der Vergangenheit, und es ist ja ein Bericht, der sich auf die Vergangenheit bezieht, natürlich kein Garant für die Zukunft. Wir werden ganz intensiv daran arbeiten müssen, dass wir die Innovationskraft unseres Landes auch in Zukunft erhalten können. Ich denke da zum Beispiel an den Maschinenbau, die Fertigungstechnik, die industrielle künstliche Intelligenz oder auch die Umwelttechnik. Zudem muss es das Ziel sein, dass wir auch in anderen Bereichen, wo wir im Laufe der Jahrzehnte an Terrain verloren haben, wieder in die Weltspitze kommen. Hier ist das Beispiel Batterietechnologie zu nennen. Dank einer intensiven Förderung jetzt in den letzten Jahren sind wir im Bereich der Batterieforschung wieder in der ersten Liga angekommen. Wir können also mit Stolz sagen, Deutschland ist Innovationsland und das wollen wir natürlich auch bleiben. Und gerade weil wir mitten in der Pandemie stecken, ist es, glaube ich, jetzt an der richtigen Zeit, den Blick nach vorne zu richten. Wir haben uns vorgenommen, dass wir stärker aus der Krise rauskommen wollen, als wir reingegangen sind. Und dazu gehört immer ein guter Dreiklang zwischen guter Bildung, intensiver Forschung und genügend Innovationskraft. Und deswegen kann ich das immer nur wiederholen. Ich bin davon überzeugt, dass die 20er Jahre das Jahrzehnt von Bildung, Forschung und Innovation sein werden. Gerade weil uns jetzt die Pandemie so fordert, sind wir aber doch ganz gut gerüstet, um diesen Innovationssprung dann auch zu leisten. Wir haben eine gute Basis und das kann man im Bericht daran sehen. Ich will aus dem Bericht einige Punkte nennen, dass wir 2018 schon 105 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung investiert haben. Das ist so viel wie nie zuvor. Und das macht uns weltweit zur Volkswirtschaft mit den vierthöchsten Investitionen in Forschung und Entwicklung. Deutschland ist auf einem guten Weg zu dem Ziel, was wir uns ja auch im Koalitionsvertrag vorgenommen haben, dass wir im Jahr 2025 3,5% des Bruttoinlandsproduktes in Forschung und Innovation investieren wollen. Wir haben bereits im Jahr 2018 die Forschungsausgaben auf 3,13% des Bruttoinlandsproduktes gesteigert. Die Einführung der steuerlichen Forschungsförderung wird diesen Trend, die gibt es ja jetzt seit Anfang des Jahres, wird diesen Trend in den nächsten Jahren, wenn die Pandemie unter der Kontrolle ist, denke ich, noch einmal verstärken. Und wir können auch zum Beispiel über die Anzahl der Beschäftigten in Forschung und Entwicklung verzeichnen, wie sehr wir in diesem Bereich investieren. Nämlich die Anzahl der Beschäftigten ist gestiegen auf fast 708.000 Personen im Jahr 2018. Und wenn man das mit von vor 12 Jahren vergleicht, ist das eine Steigerung von 45%. Ein weiterer Indikator ist der hohe Anteil Deutschlands am Welthandel mit forschungsintensiven Produkten. Er lag 2018 bei 11,5% und das zeigt, wie Forschung und Innovation Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit stärken. Übrigens steht auch der Bundesbericht in diesem Jahr selbst für Innovation. Der Bundesbericht wird nämlich online unter www.bundesbericht-forschung-innovation.de völlig neu präsentiert, aufgeräumt und übersichtlich, vor allem aber eben auch interaktiv. Wir haben nämlich zusammen mit Tech for Germany, der Digitalisierungsinitiative unter der Schirmherrschaft des Bundeskanzleramtes, diese Website des Bundesberichts in den vergangenen Monaten nutzerorientiert weiterentwickelt und deshalb ist er jetzt im neuen Look dann ab jetzt auch online verfügbar. Ich
Herr Ronsheimer. Das kriegen Sie gleich von mir, aber das ist schwer und dick, das wollen Sie gar nicht. Zu Hause gucken Sie lieber online. Aber zurück zu den Inhalten. Unsere Stärke in Innovation und Forschung ist auch durch die Hightech-Strategie der Bundesregierung vorangetrieben. Und auch das kommt uns gerade jetzt zugute, weil wir auch über die Hightech-Strategie eine gute Zusammenarbeit mit den Ressorts in der Bundesregierung haben. Wir können auch auf die Forschung in den Unternehmen, aber auch in vielen geförderten Wissenschaftseinrichtungen bauen. Und auch das zeigt sich an vielen Beispielen und auch da will ich einige nennen. In Deutschland arbeiten 3 Biotech-Unternehmen an der Entwicklung eines Impfstoffs. Ein Unternehmen wird dabei von der internationalen Initiative CEPI gefördert. Deutschland ist Gründungsmitglied bei CEPI und auf diese Allianz können wir jetzt zurückgreifen und wir haben gerade ja auch die Förderung bei CEPI nochmal seit Anfang des Jahres um 230 Millionen erhöht. Ein weiterer Punkt, zusätzlich werden wir weitere 750 Millionen in die Impfstoffentwicklung in Deutschland zur Verfügung stellen. Und dabei geht es vor allem auch um die Ausweitung auf der einen Seite von klinischen Studien und auf der anderen Seite um die Herstellung von Impfstoffen bzw. die Schaffung höherer Impfstoffproduktionskapazitäten. Ein weiterer Ansatzpunkt ist die institutionelle Förderung, etwa zum Beispiel für die deutschen Zentren für Gesundheitsforschung oder auch die Zentren der großen Wissenschaftsorganisationen. Auch die dort entstandenen Strukturen können jetzt für die Corona-Forschung genutzt werden. Und wir kriegen auch überall die Rückmeldung, dass sich mittlerweile so viele daran beteiligen, dass es schon wirklich faszinierend ist. Ein weiteres Beispiel ist der aktuelle Förderaufruf, den wir Anfang März auf den Weg gebracht haben zur Forschung an Medikamenten gegen Covid-19. Auch hierfür haben wir nochmal aus unserem Haus bisher 15 Millionen Euro bereitgestellt. Dieser Förderaufruf ist auf wirklich große Resonanz gestoßen und Ziel des Ganzen war ja auch schnell ins Tun zu kommen und die ersten Bewilligungen haben wir deswegen schon vergeben. Außerdem möchte ich auch nochmal das nationale Netzwerk der Universitätsmedizin gegen Covid-19 erwähnen, das wir ja auch noch mit 150 Millionen fördern. Und gerade an diesem Projekt, finde ich, wird nochmal sehr schön deutlich, dass wir auf eine exzellente Forschungslandschaft deutschlandweit zurückgreifen können und dann auch noch sehr schnell, wenn es nötig ist. Gegenwärtig federn Bund und Länder mit vielen Maßnahmen, und ich erinnere nur an die Erhöhung des Kurzarbeitergeldes und die Milliardenhilfen für die Unternehmen, die aktuelle Krise ab. Und jetzt kommt die Zeit, nicht nur die gegenwärtige Krise zu meistern, sondern definitiv auch die Zukunft mit in den Blick zu nehmen. Jetzt gilt es, die richtigen Impulse zu setzen, um die Wirtschaft wieder in Fahrt zu bringen. Und dabei muss uns aber klar sein, dass wir natürlich die Pandemie noch zwar unter Kontrolle, aber noch nicht überwunden haben. Trotzdem wird jetzt schon über ein Konjunktur- und Investitionsprogramm diskutiert und ich glaube, das ist auch richtig so. Denn dieses Programm muss so gestaltet sein, dass es in die Zukunft weist und dass wir auch alle miteinander wieder ein bisschen Lust auf Zukunft bekommen. Und das ist dann das Signal, die aktuelle Disziplin, die die meisten Menschen an den Tag legen und damit ja auch ein hohes Maß an Solidarität für unsere Gesellschaft zeigen, dass das ein lohnenswertes Investment und eine Basis für die Gegenwart ist und wir wollen jetzt eben in die Zukunft investieren. Der Bund gibt Jahr für Jahr rund 40 Milliarden Euro für Investitionen aus, in Infrastruktur und in Bildung und Forschung. Und ich würde mir wünschen, dass wir in der Bundesregierung in den nächsten Jahren, also 2021 bis 2023, insgesamt noch einmal die Hälfte drauflegen. Damit setzen wir auf der einen Seite national, aber auf der anderen Seite auch europäisch einen starken und ich glaube notwendigen Impuls. Und dabei bin ich mir natürlich darüber im Klaren, dass wir auch finanziell keine leichte Zeit vor uns haben. Aber deswegen ist es jetzt, glaube ich, aus meiner Sicht gerade wichtig, echte Prioritätensetzung vorzunehmen. Ein Konjunktur- und Investitionsprogramm muss einem Ziel folgen. Und das Ziel muss sein, wir wollen stärker aus der Krise herauskommen, als wir hineingegangen sind. Unser Ziel muss ein langfristiger und nachhaltiger Aufschwung sein, der die Zukunftsfragen auch wirklich in den Blick nimmt. Und ich möchte an dieser Stelle auch 3 Bereiche nennen, die meines Erachtens in den Fokus gehören. Als erstes will ich da die Digitalisierung und die technologische Souveränität nennen. Eine erhebliche Dynamik zeigt sich gerade bei den digitalen Anwendungen. Und wir sehen das unter anderem auch gerade im Schulbereich.
Ich stelle mir vor, dass wir ein Zusammenspiel von Digital und Präsenz finden, das unseren Kindern schon in der Schule ein modernes Deutschland präsentiert. Und genauso ist es jetzt an der Zeit, technologisch einen Sprung nach vorne zu machen. Europa braucht technologische Souveränität gegenüber anderen Regionen der Welt für einen gesunden globalen Wettbewerb. Und auch da will ich Ihnen ein Beispiel nennen, woran wir ja schon gearbeitet haben und was Ihnen bekannt ist. Wir haben mit Gaia X bereits erste Schritte für den Aufbau einer vernetzten, offenen Dateninfrastruktur auf Basis europäischer Werte unternommen, die dann eben auch deutschen und europäischen Akteuren neue Innovationspotenziale eröffnet, zum Beispiel im Bereich der künstlichen Intelligenz. Ein zweiter Bereich ist die pharmazeutische Forschung. Deutschland war einst die Apotheke der Welt. Und dieses Ziel jetzt wieder in den Blick zu nehmen, bedeutet, der Medikamentenentwicklung als Teil der Medikamentenherstellung in Zukunft einen höheren Stellenwert einzuräumen. Dieses Thema wird auch im Rahmen unserer EU-Ratspräsidentschaft akzentuiert werden. Drittens, die Entwicklung von klimafreundlichen Technologien. Auch wenn wir gerade nicht so intensiv über die Fragen des Klimawandels diskutieren, bleibt es natürlich das Thema, das uns in der Neuaufstellung unserer Wirtschaft am stärksten beschäftigen wird. Und da will ich ein Thema nennen, was mich sehr bewegt, denn der grüne Wasserstoff ist für mich das zentrale Zukunftsthema. Wir brauchen eine nachhaltige Energieversorgung aus erneuerbaren Energien. Und für mich ist der grüne Wasserstoff der Energieträger der Zukunft, der genau das möglich macht. Ich bin überzeugt davon, dass Deutschland sich durch eine ambitionierte Zielsetzung beim Aufbau einer grünen Wasserstoffwirtschaft weltweit an die Spitze dieses Zukunftsfeldes setzen kann. Klimafreundlich aus Wind- und Sonnenenergie erzeugt, ist nämlich genau dann der grüne Wasserstoff auf Dauer nachhaltig. Und das hilft uns weiter, wo wir eben mit Strom allein nicht vorankommen. Und zudem kann er einen großen Beitrag zur Verhinderung von CO2-Emissionen leisten, gerade auch in der Schwerindustrie. Unsere Energieversorgung in Deutschland ist ein komplexes Thema. Deswegen ist es auch immer so anstrengend, das in Ruhe zu diskutieren. Aber es ist eben auch klar, dass in einer Marktwirtschaft es kein Selbstläufer ist, den Umstieg auf eine vollständige, nachhaltige Energieversorgung zu leisten. Und deswegen werden wir als Staat diesen Prozess eng begleiten müssen und aus meiner Sicht auch wollen. Und darum setze ich jetzt auch auf eine zügige Verabschiedung der nationalen Wasserstoffstrategie. Modernisierung, Digitalisierung und nachhaltiges Wirtschaften sind die Gebote der nächsten Wochen und Monate. Ich glaube, mit allem, was wir bisher in dieser Legislaturperiode gemacht haben, können wir sagen, die Richtung stimmt. Und wir werden in der nächsten Zeit noch klarer als bisher auf Innovationen setzen. Das gilt für mein Haus, aber die Diskussionen um den richtigen Weg werden genauso in der Bundesregierung geführt. Und so schlimm uns die Krise jetzt gerade trifft, ich sehe auch, dass Kräfte freigelegt werden für das Innovationsland Deutschland. Und das macht mich mutig, dass wir auch gut rauskommen. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Wir kommen zu Ihren Fragen. Herr Ronsheimer, bitte. Ich möchte anknüpfen an dem Konjunktur- und Investitionsprogramm, das Sie angesprochen haben. Da ist ja die Nachricht, dass Sie 20 Milliarden nochmal zusätzlich draufsatteln wollen. Könnten Sie das nochmal kurz aufteilen zwischen Ihnen und dem Bundeswirtschaftsminister und vielleicht auch den anderen Ressorts? Ich habe das so verstanden, dass Sie vor allen Dingen dann in die drei letztgenannten Bereiche investieren wollen, aber könnte da zum Beispiel auch nicht was abfallen für ein Digitalprogramm zur Modernisierung der Hochschulen, also Digitalpakt Hochschule, was ja jetzt im Moment diskutiert wird. Also das eine ist, warum wollen wir noch mal was draufsatteln? Weil wir ja feststellen, dass wir im internationalen Welthandel einen Großteil, wir sind das zweitstärkste Land, was die forschungsintensiven Waren im Welthandel angeht. Die USA liegen hinter uns, China liegt noch ein Stück vor uns. Aber das zeigt, womit wir im Grunde auch unser Geld verdienen, dass wir eben bei diesen forschungsintensiven Waren so stark sind. Und das bedeutet, dass wir genau diesen Kanal immer wieder befüllen müssen. Und wie sich das im Endeffekt zeigt, das wird sich zum Beispiel ja auch bei der nationalen Wasserstoffstrategie erst zeigen, wenn wir jetzt, ich sag mal, über die Strategie hinaus sind und in die Umsetzung kommen. Dann wird man gucken müssen, wie man das Geld richtig verteilt. Ich glaube, im Moment müssen wir nur ganz klar den Fokus setzen,
dass uns klar ist, dass daraus unser Wohlstand generiert wird und dass wir genau diesen Weg weitergehen und da eben jetzt auch, ich sag mal, in die Diskussionen gehen und sagen, das ist für uns die Priorität. Aber die Verteilung, glaube ich, müssen wir dann später tun, wenn wir in die Details gehen. Zusatzfrage, gehen Sie denn weiter davon aus, dass Sie 2025 die 3,5% erreichen können? Oder kommt es jetzt zum Einbruch? Also bei der letzten Wirtschaftskrise 2008 sind die F&E-Ausgaben der Wirtschaft in Deutschland um 10% eingebrochen. Also dann fehlt Ihnen ja da was. Wir erleben aber auch gerade sehr, sehr stark, dass die Unternehmen wissen, dass im Grunde diese Zukunftsfähigkeit, die sie brauchen, daraus entsteht, dass sie sich jetzt forschungs- und entwicklungstechnisch richtig aufstellen. Und gerade auch in so starken Branchen wie Automobilindustrie, Maschinenbau. Also die Frage, kriegen wir Gaia X so aufgesetzt, dass es wirklich gut genutzt werden kann und diesen Fortschritt auch bringt, den wir uns für die gesamte Wirtschaft wünschen? Das ist eine zentrale Frage. Und ich glaube, das war vor 10 oder 12 Jahren noch ein Stück weit anders. Da war der Druck auf dieses Innovationsgeschehen noch nicht so stark, wie es heute ist. Gibt es weitere Fragen? Dann bitte, Herr Ronsheimer. Mich wundert, dass Sie mit keinem Wort die Agentur für Sprunginnovation erwähnen. Das ist ja ein Lieblingskind von Ihnen. Und kann ich das auch mit der EU-Ratspräsidentschaft verbinden? Ja, auch Europa braucht einen Innovationsimpuls. Was haben Sie in der Richtung vor? Eigentlich ist es doch zu schade, dass Herr Laguna nur jetzt in Deutschland rumweselt, sondern da brauchen wir ja irgendwie einen Staat für ganz Europa. Also die Agentur für Sprunginnovation habe ich nicht gewählt, weil ich mich entscheiden musste. Ich kann leider nicht immer alles vortragen, was wir hier so Feines machen. Aber natürlich ist das ein wichtiges Thema. Und die Agentur für Sprunginnovationen haben wir ja, genauso wie das die Franzosen, erstmal parallel auf den Weg gebracht haben. Aber für uns alle gemeinsam ist klar, dass das ein Vehikel ist, was auf europäischer Ebene dann auch Kraft erzeugen kann für die Innovation und dass wir halt mit dieser Agentur für Sprunginnovation nur einen Anfang gemacht haben, dass wir aber schon die europäische Dimension des Ganzen sehen. Ich glaube, das kann man schon an den Themen erkennen, die wir jetzt innerhalb der europäischen Ratspräsidentschaft in den Fokus stellen, weil das sind alles Themen, die länderübergreifend geregelt werden müssen. Und dazu gehört eben auch, dass wir grundlegende, wie sagt man, groundbreaking Innovation brauchen. Ja, Herr Ronsheimer, wenn sich niemand meldet, gerne, dann würde ich Ihnen noch mal eine weitere Frage gerne zugestehen. Jetzt kommt China. Ich habe den Bericht nicht vorliegen. Da werden Sie auch international abstecken, was Sie vorhaben. Zu China hat sich das Verhältnis gewandelt. Es ist immer noch in Planung, das große Treffen in Leipzig, ich glaube im Oktober oder September. Wie wird sich die neue China-Strategie oder überhaupt die China-Politik des BMBF ausrichten? Für uns ist eins wichtig, dass wir auf wissenschaftspolitischer Ebene eine internationale Zusammenarbeit brauchen, um stark zu bleiben. Und ich finde, die Pandemie zeigt eigentlich sehr schön, dass man bessere Koordination braucht in dem Bereich und nicht weniger. Natürlich ist alles das, was wir jetzt erleben, auch immer ein Wettbewerb zwischen verschiedenen, ich sag mal, Staatssystemen. Aber ich glaube, das ist eine zweite Diskussion und die erste Diskussion, die wir hier im Haus zu führen haben, ist die, wie können wir ein gutes Miteinander in der internationalen Wissenschaftspolitik erhalten. Und dass wir so schnell einen Test hatten, hat auch damit zu tun, dass wir relativ schnell aus China, ich sag mal, die Grundlagen dafür gekriegt haben, um überhaupt so einen Test entwickeln zu können. Und da sieht man schon, dass es wichtig ist, diese Zusammenarbeit auch zu bewahren, auch wenn vielleicht die Diskussionen um die richtige staatspolitische Ordnung dann mitgeführt werden muss. Ihr Haus hat doch gerade die Kooperation runtergefahren mit China. Also ich würde nicht von runtergefahren sprechen, sondern ich würde davon sprechen, dass wir, ich sag mal, wachsam sind, dass wir natürlich im Wettbewerb von Innovationen aufpassen müssen, dass wir gucken, dass unsere Innovationen, die wir hier haben, auch hier bleiben und hier genutzt werden können. Deswegen auch die Frage nach technologischer Souveränität. Aber ich glaube, das hat nichts mit Runterfahren zu tun, sondern das hat etwas damit zu tun, dass sich vielleicht im Laufe von Jahren auch die Zusammenarbeit verändert, weil vielleicht auch ein Partner stärker wird. Herr Rödle. Frau Ministerin, Herr Ronsheimer hatte die Frage schon angedeutet, ist aber anders abgebogen. Diese 20 Milliarden, wie muss ich das verstehen? Sind die nur für Bildung und Forschung oder wollen Sie insgesamt 20 Milliarden mehr investieren und wie groß wäre dann der Anteil für Bildung und Forschung? Also ich habe gesagt insgesamt, also Innovation und Bildung und Forschung, denn wir müssen ja gucken, wir müssen uns ja erst jetzt mal
gut organisieren und gut koordinieren, wo stehen wir überhaupt? Was müssen wir uns leisten? Was können wir uns leisten? Für mich ist nur wichtig, dass wir diesen Fokus ganz klar nach vorne stellen. Die Innovationskraft und den Wohlstand unseres Landes haben wir, weil wir da in den letzten Jahren so viel investiert haben. Wir sind so stark in die Krise reingegangen, weil wir im Grunde vorher so gut gewirtschaftet haben und weil wir immer den richtigen Fokus gehabt haben. So, und jetzt muss man eben dann gucken, innerhalb der Bundesregierung ist von unserer Seite der Fokus Innovation auf jeden Fall gesetzt. Ich habe eben die nationale Wasserstoffstrategie angesprochen, die technologische Souveränität. Das sind ja alles Dinge, die große Aufgaben sind, die man dann über die ganze Bundesregierung lösen muss und die man auch nicht in einem Jahr lösen kann. So ehrlich sollte man auch sein, das sind alles große Aufgaben. Aber für uns ist klar, dass das der Fokus sein muss, weil uns das den Wohlstand erhält, weil uns das wieder die Arbeitsplätze bringt, die wir vor der Krise gehabt haben. Wie groß soll der Anteil dann sein in den 20 Milliarden, die allein Sie für Ihre Geschichten haben wollen? Da komme ich wieder an den Punkt, den ich gerade bei Herrn Ronsheimer schon erwähnt habe. Ich glaube, das kann man im Vorfeld nicht sagen. Wir müssen jetzt einfach mal eine Größenordnung anpeilen und dann muss man hinterher in der Entwicklung gucken, wofür brauchen wir wie viel. Und dass natürlich der Fokus auf Bildung ein wichtiger ist. Wie stelle ich eigentlich die Frage nach digitaler Bildung auf? Aber wir haben ja mit unserem Digitalpakt da auch schon, ich sag mal, einen großen Batzen Geld liegen, den wir ja auch erstmal so gut verwenden können. Also da sehe ich zum Beispiel jetzt nicht die großen Zahlen, die da jetzt rein müssen. Da brauchen wir jetzt einfach nur im Grunde die wissenschaftliche Erkenntnis, wie digitale Bildung in Zukunft aussehen muss, wie die Verteiltheit zwischen Präsenz- und Digitalunterricht auch organisiert werden muss, wie müssen wir die Lehrer ausbilden. Aber es sind dann ganz andere Fragen, die nicht die Riesensummen kosten. Die Riesensummen werden wir investieren müssen für alle diese ganzen technologischen Fragen, die wir zu beantworten haben. Wenn wir technologisch souverän werden wollen, werden wir da investieren müssen.